Gut, Carsten. Nicht so gut, Carsten. Schaut euch das an, das hier ist der Martin am Ball. Man könnte meinen, ihr seid der Bruder vom Lars von der Haarfarbe her. Wunderbarer Ball auf den Aldo und jetzt 30er. Tschupp, der Keeper, Leute. Keeper rutscht hier weg und Aldo versucht den Ball reinzubringen. Macht er auch, aber kann geklärt werden. Dann haben wir einen Freistoß und Ammer tritt an den Westerrunde. Aldo, man, dir steht er da breitbeinig und kloppt das Ding, Freunde. Mal so richtig links daneben. Also so kennen wir den Ammer nicht. So, dann hatte sich Rott hier was überlegt. Diskussionen vor dem Freistoß und wer wird ihn treten. Wir haben uns das gefragt. Und dann die Nummer 17 schießt den Ball ja fast zur Eckfahne. Also das hier Ammer reloaded aus dem Spiel gegen Henne für den René. Und dann hier unwiderstehlich der Flo mit dem Antritt. Und da war selbst der Meti überrascht, denn er fliegt hin. Und dann der Flo nochmal mit einem Zuckerpass auf den Ammer. Aber der kommt nicht ganz an. Wir schauen nochmal drauf, wie der Meti da den Abflug macht. Also ja. Stand da noch. Ja, war knapp kein Abseits, wenn man stoppen würde. Aber gar kein Problem. Ja, wurde dann so entschieden und der Ammer passt wenig später perfekt auf und schiebt den Ball nicht ins leere Tor. Das ist doch nicht wahr. So eine Chance lässt er sich doch normalerweise nicht nehmen. Ja, es geht weiter. Eckball für uns in der 45. Minute. Was ist denn da los? Aldo ist zur Stelle. Ich weiß nicht genau, ob der Ball dem Torwart durch die Hände geflutscht ist. Er hat sich, glaube ich, noch ein bisschen wehgetan gehabt. Ich glaube, irgendwie mit dem Mitspieler, mit der Nummer 5, das sieht man hier nicht genau. Aber der Aldo denkt sich, lass ich mich nicht zweimal bitten. Als es aussah, eine richtig gute Chance für Müller hier nochmal ranzukommen. Und dann bekommen wir unseren Ammer, er versucht mit dem obligatorischen Lupfer. Und dann bam, das Luftloch und das 4:1. Marcel macht die Hütte und wir schauen nochmal in der Wiederholung drauf, denn es ist Kreisliga des Best, Freunde, hier mit diesem Luftloch. Und ich dachte, der Spieler macht einen Backflip, als er zum Luftloch ansetzt. Ja, und das ist bitter für ihn und das Tor für den Marcel, kein Problem. Und dann kommt es, wie es kommen musste. Es ergeben sich Kontersituationen für Walscheid. Hier ein langer Ball, der Carsten ist da, ja, aber jetzt der Pass ist zu kurz und ich bin gespannt, wer Tor oder kein Tor kommentiert hat. Es ist kein Tor. Der Marcello kann ihn hier klären als letzter Mann. Ich denke, da war aus Walscheider Sicht auf jeden Fall mehr drin. 48. Spielminute und hier gibt es direkt was zu diskutieren. Ja, ist das hier ein Rückpass, Freunde? Die Schiedsrichter-Experten unter euch sind gefragt, schreibt doch mal einen Kommentar. Ist das ein Rückpass? Es gibt indirekten Freistoß. Wir schauen nochmal in der Wiederholung drauf. Ist das da ein Rückpass gewesen? Diese kleine Bewegung zum Torwart. Der Schiedsrichter hat es so gesehen und es gibt einen indirekten Freistoß. Ja, ich werde den Ball jetzt gleich auf den Sebo auflegen. Wir haben die gleichen Schuhe und ihr könnt es sehen. Und der Sebo schießt den Ball leider daneben. Er trifft den Ball nicht ganz. Aber die Situation ist noch nicht vorbei. Der Marcel versucht das nochmal scharf zu machen hier. Aber Bußdorf kann klären. Ey, da hat noch ein halber Meter gefehlt. 41. Spielminute wieder hier. Wunderbar gespielt von Bußdorf nach vorne. Und jetzt steht er frei vorm Tor. Das ist das Pre-Intro. Da muss ihn nur noch reinschieben. Und er schießt ihn daneben, Freunde. Ich bin mal gespannt, wie viele geschrieben haben. Hashtag Tor. Ja, also den macht er nicht. 3:0, wie gesagt, jetzt für uns. Und es geht weiter. Wir machen weiter. Lars bringt die Flanke rein. Querschläger hier. Und was macht der Torwart? Er will den Ball fangen. Das klappt nicht. Jupp ist da. Und das ist das 4:0. Ja, Jupp hier mit seinem ersten Saisontor im vierten Spiel. Ja, wir können die Gegner hier zu einem Einwurf treiben für uns. Und ich sag jetzt, Lars, komm, lauf doch mal, Junge. Lars guckt, wo ist aber ich so, vor dir, Junge, vor dir. Lars dann weiter. Ja, und jetzt bringt er den Ball in die Mitte. Und da ist der herrschende Spieler und macht ihn selber rein. Also Eigentor. Innerhalb von, ich glaube, 4 Minuten haben wir hier 3 Tore geschossen. Sehr gute Aktion von Lars. Auch wenn er den Ball nicht gesehen hat, ist er trotzdem schnell genug, den irgendwie noch zu kriegen und an allen vorbeizulaufen. Ja, und natürlich unglücklich von der Nummer 3 von Herrchen, den Ball hier im eigenen Tor unterzubringen. Man merke, das ist Kreisliga. Ja, diesen Satz muss ich heute wirklich so oft sagen, denn ihr seht es, das ist Kreisliga. Torwart am Ball vorbei. Ammer mit dem 5:0, sein drittes Tor in diesem Spiel, hat nun 13.
Saisontore. 48. spielen wir. Schauen drauf. Hier ist der Sebo wieder am Ball auf den Bernd. Der Bernd heute auch wirklich sehr aktiv gewesen. Auf den Ammer. Und der Ammer legt dem Flo den Ball auf. Und das ist die Angst vor der Rasur, liebe Leute. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Ich meine, ich kenne diese Situation zu gut, aber ja, also das müsste natürlich ein Tor sein. Ich weiß nicht, wer von euch anfangs im Pre-Intro kein Tor entschieden hat. Ja, und der Flo ärgert sich hier, aber einerseits freut er sich wahrscheinlich auch, dass er nochmal ein paar Tage länger mit seinem Bart verbringen kann. Stand jetzt. Und dann wird's kurios. Ich lasse das hier laufen, das ist immer noch quasi die gleiche Szene, denn der Torwart holt sich hier den Ball, will den Abstoß machen, beziehungsweise spielt den Ball nach vorne. Ich denke so, ja, dann spielen wir mal weiter. Aber sagt der Schiri, ey, Freunde, Anstoß, Anstoß, weil der Ball war drin. Wir sagen so, nein, der Ball war nicht drin. Der Flo hat wirklich daneben geschossen. Sagt der Schiri, echt? Okay, also das Phantomtor der Kreisliga. Ja, das Tor wird natürlich nicht gegeben. Der Micha spielt den Ball zurück. Nun, ja, geht's schnell nach vorne. Das ist wieder der Ammer. Und der Ammer sucht den Flo. Und ihr wisst es ja, der Bart muss nach dem dritten Tor ab. Und das wäre das nächste Tor. Hier kommt der Flo. Und er schießt am Tor vorbei. Um Gottes Willen. War das wieder die Angst vor der Rasur? Es gibt einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Lars hat sich diesen Ball zurechtgelegt. Er nimmt Anlauf, schießt und verzieht komplett. Der Ball geht über den Zaun. Und da hinten kommt ein Auto angeschossen. Und was eine Reaktion vom Autofahrer. Er stoppt vor dem Ball. Unglaubliche Szene. Und was passiert jetzt? Der Autofahrer steigt aus. Was hat er vor? Er holt den Ball aus dem Busch. Nimmt er den Ball jetzt etwa mit? Oder was passiert da? Nein, was ist das für eine Aktion? Der Autofahrer schießt den Ball zurück über den Zaun. Was ist das für ein Ehrenmann? Und er setzt sich ins Auto, futztrocken und fährt weiter. Das ist Kreisliga. Auch der Ammer macht nicht jede Chance ein. Kurze Ecke von mir auf den Lars und Lars bringt ihn wieder in die Mitte und da ist der Luca und irgendwie ist der Ball im Netz. Ja, Schiedsrichter gibt das Tor. Luca hier mit dem Tor, wobei ich würde fast sagen, das ist ein Eigentor. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren, ob das ein Tor von Luca sein soll oder vom Torwart, weil ich denke, der Ball ist noch vor der Linie und dann rutscht er mit dem Ball ins Tor. Das ist Kreisliga. Wir versuchen hier natürlich noch irgendwie an den Ball zu kommen. Noch 30 Sekunden. Der Ball kommt quer. Nein, er macht ihn nicht. Wie kann er den nicht machen? Das ist unglaublich.